Fruity. Hallo und willkommen bei Chaos Kitchen 51. Heute zu einem Barbecue-Rezept. Ich mache euch gegrillte Pfirsiche. Wie gesagt, die Zutaten hierzu könnt ihr hier gerade sehen im Bild. Und am Anschluss, wie gesagt, füge ich sie nochmal in der Infobox rein. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier ein paar Pfirsiche. Ich habe hier welche aus der Dose genommen, keine frischen. Mandelkerne oder Haselnusskerne könnt ihr nehmen, Amaretti-Kekse und Weißbrot. Zuerst gießen wir den Rum in eine große Schüssel und vermengen diesen mit dem braunen Zucker. Danach geben wir unsere Pfirsichhälften in den Rum-Zuckersud und lassen diese darin einige Zeit ziehen und geben diese dann in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit zerbröseln wir unsere Amarettini-Kekse sowie auch unser Weißbrot. Machen wir ein kleines Stückchen. In einer ungefetteten Pfanne rösten wir nun unser klein gebröseltes Weißbrot zusammen mit den Mandelkernen an, so dass sie etwa goldgelb werden. Anschließend geben wir unsere zerbröselten Amarettini-Kekse dazu und braten das Ganze weiter an, bis wir alles schön knusprig haben. Nun ist es Zeit, unsere eingelegten Pfirsichhälften zu grillen. Ich habe hierfür noch ein extra Grillblech mir besorgt und gebe hierauf nun unsere eingelegten Pfirsiche. Wie gesagt, hier bei den Pfirsichen nur dabei bleiben und nicht weglaufen, weil, wie gesagt, die könnten ganz schnell anschmoren. Also, wie gesagt, und immer wieder mal wenden, damit wir, wie gesagt, eine schöne braune Farbe nachher von den Pfirsichen haben. So, meine Lieben, und nun ist es Zeit, unsere Grillpfirsiche zu servieren. Wir geben diese auf einen großen Teller und fügen anschließend von unserer Mixtur aus den gerösteten Weißbrot, Amarettini-Keksen und den Mandeln ein, zwei Löffel über unsere gegrillten Pfirsiche. Und anschließend habe ich noch einen leckeren Quark angemischt, den ich dann noch dazu gebe. Und dann haben wir ja noch ein wenig von unserer Rum-Zuckermischung, welche wir dann noch über unsere Pfirsiche träufeln. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen bei Chaos Kitchen 51 mit seinen gegrillten Pfirsichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich kommentiert, das Rezept kommentiert. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich über Abonnements sehr freuen. Ansonsten verbleibe ich mit lieben Grüßen, euer Chaos Kitchen 51. Und nicht vergessen, am Ende des Videos seht ihr nochmal eine Endcard, wo ihr noch andere tolle Rezepte von Chaos Kitchen findet. Bis bald, euer Tom.